Im Veranstaltungszentrum Braunau fand am 26. November ein Benefizkonzert zugunsten junger Musiker statt. Rotary Club Braunau veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten der künstlerischen Jugend. Was kann es schöner geben, wenn man dieser künstlerischen Jugend, speziell der musikalischen Jugend, hilft? Wie kann man ihr helfen? Indem er ihr Perspektive gibt, indem er Tore aufmacht, Türen aufmacht und einfach die Erfahrung und von uns Junggebliebenen den Jungen weitergibt. Geleitet wird das Polizeiorchester Bayern von einem Österreicher. Das Polizeiorchester Bayern besteht aus Musikern, studierte Musikerinnen und Musiker, die bei der Polizei angestellt sind, um für die Polizei als Imageträger nach außen zu wirken. Als Höhepunkt wurde ein ganz spezieller Marsch gespielt. Ja, heute Premiere eines besonderen Stückes, Wilfried Schaaf. Er ist ja Kollege von mir an der Bruckner Universität in Linz, hat einen Braunauer Marsch komponiert und der wird heute uraufgeführt. Ich wurde einmal ersucht, einen Marsch zu schreiben, einen Marsch. Ich komme ja auch von der Blasmusik. Ich bin ja nicht nur Zitterspieler, ich bin ja eigentlich Blasmusiker genauso. Ich war einmal Kapellmeister, war Flügelhornist. Und da bietet sich das natürlich sehr an, dass man einmal diese Erfahrung vom Früher in die Jetztzeit herauf oder mitnimmt. Und da habe ich einen Marsch geschrieben, für die Braunauer Bürger. Und so heißt er auch. Er wird natürlich auch ein bisschen verwendet jetzt für diesen Friedensgedanken, der momentan im Bezirk herrscht, Friedensbezirk Braunau und so weiter. Freut mich natürlich doppelt, aber am meisten freut es mich, dass dieser Marsch heute von diesem tollen Orchester gespielt wird.